Aufnahme läuft jetzt auch. Schön. So, wollen wir doch mal Little Kitty Big City spielen? Ich glaube. Na toll. Habe ich Batterien hier? Natürlich nicht. Ich bin sofort wieder da. Ah! Na toll. Da will ich das Spiel starten und was ist? Ich glaube, die Batterien waren alle. Kann ich auch nicht vorher wissen. Also muss ich mal kurz beobachten, ob die Batterien jetzt auch alle sind oder nicht. Ich mache das ja eigentlich mit Akkus, dass ich den Xbox-Controller dann mit nutze. Aber wenn er direkt sagt, Akku leer, geht das schlecht. So. Wir streifen die Stadt mit einer Katze, die man schon schön da im Hintergrund sehen kann. Ich habe mich auch ein bisschen entspannter jetzt hingesetzt. So. So. Da kann man auch ein bisschen das Spiel entspannter spielen. So. Wie das Ganze halt mit dem Xbox-Controller. Und. Ja, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe nur die Trailer gesehen. Und fand es halt recht lustig. Und das spielen wir heute. Jetzt einfach mal. Heute. Wie man sehen kann, ich habe noch keinen Speicherstand gemacht. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das Spiel beginnen möchte. Oh, das ist ja süß aus. Ich fällt doch bestimmt jetzt gleich safe runter. Ja. Ja. Oh Gott. The fuck? Ja! Ich wollte nebenbei was machen, aber irgendwie kehre nach Hause zurück. Also darum geht es in dem Spiel. Okay, macht ja Sinn. Moment mal, ich wollte ganz gerne. Ist das ein Webcam? Ah, warum auch immer. Der sich da umgestellt hat. So, ich wollte nämlich auch mal ab und zu mal von der Bildfläche verschwinden. Und ja, da wären wir. Wir sind jetzt hier gelandet. Als eine Katze. Wir haben keine weitere Aufgabe. Es erinnert mich irgendwie an Stray. Direkt der Anfangsstand und so. Außer, dass du halt nicht mehr erst mit einem Rudel rumläufst. Nee, du bist direkt hier. Stell dir mal vor, du schillst. Als eine Katze. Ich muss sagen, sowas habe ich auch selbst schon bei meinen gesehen. Du schillst als Katze und fällst dann einfach runter. Interessantes Merkmal. Ah, Wasser! Okay. Hä? Was kann ich tun? Was war Miauen? Ah, Y war Miauen. Okay. Das ist Springen. Das ist umhauen. Okay. Das ist rechte Foto umhauen. Ah, das ist sprinten. Okay. Das ist schleichen. Ah, alles klar. Können wir auch. Ja, okay. Wir können da nicht lang. Es gibt eine Methode, die Katzen an Wasser zu gewöhnen, aber das ist echt aufwendig.
Aber sag mir mal, wieso? Ich bin der Katze. Ich als Katze kann sehr weit. Achso. Ich als Katze kann eigentlich auch sehr hoch springen. Warum kann ich es nicht? Wie das alles hier aussieht. Aufheben. Einfach Schuhe klauen. Springen. Ah. Okay. Noch besser. Entrümpeln. Ich frage mich gerade, ob die Wege vorgegeben sind jetzt oder nicht. Da ist ein Vogelnest, da ist ein buntes Ei. Das sieht man schon direkt da oben. Da ist ein buntes Ei. Also ungefähr, okay, kann man nicht sehen. Ungefähr da jetzt über die Katze. Da, da. Da, über, genau über das rechte Ohr. Da ist ein buntes Ei. Warum auch immer es da ist, ich weiß es nicht. Okay, Gestrüpp können wir wahrscheinlich hochklettern. Gehe ich jetzt stark von aus. So. So, wo? Können die Hacke aufheben? So, was können wir jetzt hier alles machen? Ich will mich ja erstmal hier umschauen. Was haben wir alles zur Verfügung? Gut, ich glaube, der Weg, habe ich so den Eindruck, ist vorgegeben. Wir können also nur wirklich in das Haus gehen, wie das aussieht. Und von da aus wahrscheinlich weitergehen. Springen. So. Dann springen wir jetzt dahin. Ja, Scherben bringen Glück, ne? Würde ich mal so sagen. Warte, warte, ich will was ausprobieren. Yeah. Nice. Gefällt mir direkt. Okay, jetzt sind wir hier oben. Was können wir jetzt hier oben machen? Blumentöpfe runterwerfen. Das ist schon mal gut. Bildertopf. Auch Bildertopf. Wir sind anscheinend eine ganz schön freche Katze. Gedrückt halten für Präzisionssprung. Habe ich ja gerade schon gemacht. Also weit springen kann er ja nicht. Okay. Sieh an, sieh an. Krieg ich das hin? Sieh an, sieh an. Wenn das nicht das fliegende Kätzchen ist. Redest du mit mir? Naja, ich sehe keine andere kleine Katze, die zum Spaß unschuldige Krähen in der Luft einfach verhauen. Das warst du? Tut mir leid. Wie kann ich denn seine Stimme machen? Ich mache ihn ganz normal. Das warst du? Tut mir echt leid. Es war ein Unfall, weißt du? Ein Unfall? Klingt, als bräuchtest du etwas mehr Flugpraxis. Aber ich kann doch gar nicht wirklich fliegen. Und mit dieser Einstellung lernst du es auch nie. Na los, schlag mit den Flügeln. Flieg mir nach. Ist jetzt eiskalt vor dem Zug? Ach krass, wir müssen da oben hin. Da oben ist unser Zuhause. Warte, kann ich das... Ne, ich kann das nicht mit der Maus machen. Schade, aber es glitzert ja. Also wir müssen einen Weg finden, da oben hinzukommen. Bei dieser Blumentopf muss ich erstmal dran glauben. Okay, was haben wir denn hier alles noch? Was können wir jetzt Schönes hier machen?
Scheint ihn nicht zu stören. Können wir da nicht hoch? Okay. Da ist eine Gummiente. Ich glaube, ich sollte nicht alles in Frage stellen, was man machen könnte und was nicht. Ich glaube nicht, dass das ein wirklich großartiges Spiel ist, um irgendwelche Gegenstände aufzusammeln. Erstmal reinquetschen. Das ist ein Ball. Werde ein Künstler. Ich kenne mich nicht gut mit Kunst aus, aber ich glaube, dieses Werk könnte die Hilfe einer Katze gebrauchen. Das kriegen wir hin. Schmusen. Okay, das war jetzt... Naja, okay. Ich glaube, du hast eine kreative Lücke gerade. Ich glaube, ich helfe dir mal. So. Warte, wir machen das ein bisschen so. So. Okay, nee, das gefällt mir noch nicht so ganz. Moment. Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Nee, da muss noch ein bisschen mehr. Ah, jetzt ist die andere Farbe weg. Egal. Hin. Ach, das ist ja der Topf hier. Ah, ist aber jetzt nichts mehr drauf. Okay. Schade, ich wollte den hier draufhauen. Aber die... Wie machen wir das denn jetzt noch? Ja, der Topf ist weg. Ich nenne es jetzt ein Hauch von Pfötchen. Wo wir andere Farben jetzt mehr haben als der Rest. Aber das können wir noch variieren. So, guck mal. Jetzt haben wir sogar gelb und rote Pfoten. Nice. Noch besser. Ja, das ist willkürlicher. Lucifer läuft jetzt auch schon hier rum. Der guckt sich auch die Katze gerade an. Der guckt sich jetzt wirklich die Katze an. Man sieht sein Ohr, man sieht sein Gesicht. Und er ist komplett verwirrt, warum da jetzt eine Katze rumläuft. Und ist auch noch schwarz. Ja gut, Lucifer ist schwarz-weiß. Wow. Gut, er mag es. Okay. Ja, Lucifer möchte mal ein bisschen im Vordergrund sein. Ist auch okay. Darf er auch mal sein. So, aber... Wir sollen dem Vogel folgen. Jetzt Sammy kommt jetzt auch noch. Jetzt haben wir hier, Was macht ihr, Jungs? Ich weiß nicht, was ihr heute Abend. Wo geht... Ey! Hä? Was hast du getan, Kat? Meine Katze hat mich aus dem Spiel gehauen. Ja, denkt sich auch, beschäftige dich lieber mit mir als mit dem Spiel. Oh, wie hat er das hingekriegt? So schnell kann es gehen. Haut der Alcata ihm einen aus dem Spiel raus. Ah, Mensch. Ja,
Jetzt geht das nicht mehr auf. Oder ist das noch auf? Nö. Hä? Jetzt geht das Spiel nicht mehr auf. Ah. Achso, es gibt doch anscheinend sammelbare Gegenstände. Federn und Büroklammern. Oder das sind einfach nur Symbole. Ah. Ja, wenn der Kater einen aus dem Spiel haut. Komm ich hier raus? Wie komme ich denn hier raus? Ah. Nee. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. So. Das war durchquetscht. Wäre nur lustig gewesen, wenn man halt so ein X gesehen hätte am Po. Aber okay, das ist was anderes. Okay, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite anscheinend. Würde mich eigentlich ein bisschen bequemer einsetzen. So. Okay, langsam zum Tor hin. Na? Ins Netz gegangen. Ah, guck mal, das können wir sogar machen. Nice. Sprinten. Aufheben. Fallen lassen. Okay, dann gehen wir mal durch das Loch hier. Erstmal durchquetschen mit dem dicken Po. Wobei, so dick ist der Po gar nicht. Ah, guck mal. Ah, okay, wir können da nicht durch, weil das versperrt ist. Okay, das macht Sinn. So, wie... Ah, da ist der Rabe wieder. Ah! Nee, hey, sei leise da drüben. Finde die Krähe. Im Ernst, dieser Hund, denken Sie, die Straße gehört Ihnen. Ah, da bist du ja. Warum hast du so lange gebraucht? Hast du vergessen, wie in die mit den Flügeln zu schlagen? Ich habe keine Flügel. Was? Wie bist du denn dann geflogen? Bin ich nicht. Ich bin gefallen. Ich bin von jemandem von meinem Platz am Fenster heruntergefallen und jetzt bin ich hier unten. Aber wenn du nicht fliegen kannst, wie willst du dann wieder da hoch aufkommen? Da oben. Da ist unser Zuhause. Oh. Hm. Eine ziemliche Schlamasse, nicht wahr? Lass mich mal nachdenken. Ich hab's. Wie wär's mit diesem... Möchte gern fliegen von euch flügellosen Kreaturen. Das mit den Schnaufen, Keuchen und Krallen. Meinst du klettern? Habe ich doch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich genug Energie zum Klettern habe. Ich war schon hungrig, als ich gefallen bin. Und wenn die freundliche Krähe zufälligerweise einen köstlichen Fisch hätte? Wirklich? Dann bringt uns das in vertrautes Krähen-Territorium. Angebot und Nachfrage. Für 25 Blinkies kann ich dir einen leckeren Fisch voller Energie geben. Was ist ein Blinky? Du musst doch wissen, was Blinkies sind. Das sind die schimmernden Dinger, die überall versteckt sind. In Büschen, auf Feuersprüngen, sogar unter Verkehrskegeln. Und sind die wertvoll? Wertvoll? Sie sind unbezahlbar. Sollte ich sie dann nicht besser behalten? Sagte ich unbezahlbar? Ich meinte wertlos, sogar gefährlich. Für jeden, außer für Krebs. Eigentlich dürfen sie nicht einfach so in der Stadt herumliegen. Jemand könnte sich verletzen. Also wenn du 25 Blinkies sammelst, kann ich sie verantwortungsvoll entsorgen. Wir werden Helden sein. Und dann bekomme ich einen Fisch? Klar. Ich bin dabei. Sammel 25 Blinkies. Okay. Der guckt aber ganz schön böse.
Ich glaube, ich kann da so lange nicht da weitergehen, solange der Hund da ist. Also müssen wir hier lang gehen. So, was haben wir hier? Wir haben da einmal, können wir da reinkriechen. Da ist ein Blinky. Ich habe Blinkys gesammelt. Komm her. Mein Handy. Guck nicht so auf dein Handy. Immer diese Zombies, dass sie immer auf Handys gucken müssen. Ah, Vogel. Ah, warte mal, wir haben da... Wir haben da wieder ein Tor. Wo haben wir denn den Ball dazu? Ich habe die Katze gesehen, die da ist. Lutze. Es ist so geil, wenn der Lucifer mit dir zuguckt. Sollen wir zusammen spielen? Sollen wir das Let's Play zusammen machen, Lucifer? Was meinst du? Ich finde das so amüsant. Aber mich ja nicht wieder rauskicken hier. So, jetzt hat sie kein Handy mehr in der Hand, jetzt hat sie Toast in der Hand. So, wir reden mal mit ihm hier. Hm, ein neues Gesicht. Bist du hier, um die Vögel zu sehen? War noch nie so nah an ihnen dran. Nicht ohne eine Scheibe dazwischen. Ah, eine Hauskatze. Das erklärt alles. Jetzt riecht er an der Katze. Das kannst du nicht riechen. Jetzt muss ich das gucken. Nein, eine Hauskatze. Das erklärt alles. Das erklärt es. Kann ich noch näher an sie heran? Ja, kannst du. Du kannst sie sogar halten. Die Kunst besteht darin, an sie heranzuschleichen, ohne sie zu verschrecken. Und dann springst du. Das kam überraschend. Das sind die besten Sprünge. Immer Kleines. Aber sie sind sehr vorsichtig. Vor eine kleine Katze nehmen sie sich sicher in Acht. Aber es gibt ja noch die Brotstrategie. Die Brotstrategie? Die Brotstrategie. Sie funktioniert folgendermaßen. Eins Brot erlangen. Die Vögel mit dem Brot köhlen. Drittens. Springen! Ah, okay. Ich hab's verstanden. Brot plus Flügel gleich fangen. Aber hast du etwas Brot, das ich mir ausleihen kann? Leider nicht. Brot kommt von Menschen, nicht von den Katzen. Sie haben es in ihren Taschen, in ihren Aktenköffern und sogar in ihren geballten Händen. Könnte es da durch ihn? Vorübergehend schon, aber es könnte dir gehören, wenn du die Kunst des Fußstreifens lernst. Die Kunst des... Streife einfach in ihren Füßen, wenn sie an dir vorbeigehen. Beim Stolpern lassen sie das Brot fallen. Vielen Dank für deinen Ratschlag. Er hat geschissen. Ah, okay. Hätte halt durchhalten müssen. Hier muss man richtig aufpassen hier. Ich hätte noch A drücken müssen. Gefangen. Fang einen Vogel. Eine Feder. Das ist nur die Frage, kriegt die jetzt von jeder? Tatsache. Aber nochmal kacken vorher. Ist okay. Zwei Federn. Ich kann da hoch. Wie kann ich denn da hoch? Nicht wundern, wenn ich jetzt da gucke, weil da ist meine OBS gerade an und ja. Da kann ich halt gerade drüber gucken, weil der Lucifer versperrt mir schön die Sicht gerade.
Aber da war dann noch ein Ei. Ah, da ist noch ein Vogel. Oder es ist derselbe. Es gibt jetzt drei Vögel. Okay, einer ist da hinten. Ah! Wasser. Wenn er die Katze jetzt so hören könnte. Da ist der Ball. So, du bist der letzte Vogel. So, dich habe ich jetzt auch. Ha, wer braucht schon Brotstrategie? Geballte Katzenpower hier. So. Jetzt muss aber erstmal... Nicht den Ball kicken. Nicht den Ball kicken, Leute. Ich will den Ball selber kicken. Ja, der sollte nicht ins Wasser landen. Zumindest nicht stark mehr ins Wasser. Das war ein Anschlag. Kannst du mir nicht erzählen. Ah! Doch zu nah am Wasser. Aber passt ja. Der lilane Ball muss ins lilane Tor rein. Ey, der Lucifer... Ich sag's euch, der Lucifer guckt die ganze Zeit jetzt auf dem Monitor. Muss ich... Warte mal, kann ich den nämlich auch so ein bisschen führen? Nee, anscheinend. Ja, geht auch. So, das hätten wir auch. Komme ich denn jetzt da hoch? Okay, da komme ich da hoch. Da komme ich da hoch. Dann dahin. Schön, dass das so markiert ist. Ja, und dann hier. So, und dann gucken wir mal, was da ist. Jetzt wird es klebrig. Jo. So, erfolgreich die Blinkies eingesammelt. Boah, ich muss ja echt aufpassen auf den Vögel. Seid froh, dass ich euch nicht gefressen habe. Warte mal, 4 Stück? Ich hatte nicht gerade noch eins gesehen. Da ist dann noch einer. Ah, zu weit weg. Okay. Auf welchen hatte ich jetzt noch nicht gehabt? Ah! Hm, jetzt war ich abgelenkt. Aber mir gefällt das ganz gut. Mein Kater freut sich auch da. Der guckt auch schon die ganze Zeit auf den Monitor jetzt hier drauf, wie ich mit der Katze spiele. Ich weiß jetzt gerade nur noch nicht, welchen Vogel ich noch nicht hatte. Okay, anscheinend lassen die immer Federn fallen. Nee, nochmal. Ich habe es geschafft. Hm, du bist schneller, als du aussiehst. Danke, schätze ich. Ah, ich schätze es, dass du ihn freigelassen hast. In dieser Gegend lassen wir immer frei, was wir fangen. Nee, ich spiele jetzt auf dem PC. Da ich gesehen habe, dass es im Game Pass drin ist, wollte ich das auf dem PC spielen. Hä? Eben. Übrigens, behalte ruhig die Federn. Ich habe gehört, dass manche Tiere sie sammeln. Bist du sicher, dass die Vögel damit einverstanden sind? Weißt du was? Die Frage hat sich mir noch nie gestellt. Aber nach dem Springen bist du sicher etwas angespannt. Versuch mal diese Anspannungstechnik. Recken und strecken. Ich muss gerade da lesen. Ich recke mich und strecke mich. Ja, ne? Finde ich auch. Macht auch sehr viel Spaß. Du kannst sie anwenden, indem du Y gedrückt hältst. Oh, danke. Wir sehen uns, Kleines. Ah, ich bin voller Gefühl.
Aber Lucifer, hör mal, du kannst gerne gucken, du kannst gerne zugucken, du kannst gerne da sitzen, aber nicht drin auf dem Monitor. Oh, warte, die ganze Zeit die Katze hier. Gut, wo war ich jetzt? Warte mal. Wo wollte ich jetzt lang? Was ist unser großes Ziel? Streichelt's da. Ah, Mist. Wir müssen ja nach Hause. Was ist denn da oben drauf? Wie komme ich denn da oben drauf? Hm. Yo, Stray habe ich durchgespielt. Ah, ich kann nur... Okay, ich kann nur wegspringen. Ich glaube, Stray habe ich auch gestreamt und auch Let's Play hochgeladen. Verfolgen mich die Vögel? Ne, tun sie nicht. Da ist noch ein Blinky. Wir brauchen noch ein Blinky. Ah, schön, dass das Auto drauf. Freut sich jeder drauf, wenn eine Katze auf das Auto springt. Okay. Ey, muss echt aufpassen, dass du nicht nur erwischt wirst, ey. Was ist das? Ein Ball! Was haben wir drin? Ach, eine Mütze für die Katze. Lieber hat man ein süßes Kätzchen mit Apfel als ein Wurm. Echt? Es gibt Mulch? Oh Mann. Okay, das weiß ich aber nicht, ob ich das machen möchte. Da mag ich es lieber so. Was können wir hier alles tun? Wir haben sehr viel zu tun anscheinend. Kann man jetzt hier hochklettern? Bestimmt kann man's, aber wir können es noch nicht. Ach, das habe ich ja gar nicht gesehen. Warte mal, komme ich da hin? So, ich... Ja! Hä? Ich hab doch die Sprungtaste gedrückt. Sehr komisch. Egal, machen wir es nochmal. Ich fand auch von Stray das Ende richtig traurig. Ich hoffe, die bringen da nochmal irgendwas Neues raus. Dass es da auch nochmal so abschließt. Muss ja nicht genauso sein. Oh, da sind immer eine Menge Blinkies. Wo komm ich denn da hin? Wahrscheinlich erstmal noch gar nicht. Auch gut. So geht's auch. Na, guck mal, hier können wir noch durchgehen. Echt jetzt? Achso, da ist ein Blumentopf. Gut, da geht's halt nicht. Da! Hm. Blöder Vogel. Schon wieder ein Anschlag hier. Okay, da ist der aber auch versperrt, der Weg. Komme ich denn da hoch? Hm. Ich habe den Eindruck, ich kann noch nicht sehr weit springen. Da ist auf jeden Fall noch eine Katze. Reden wir mal mit ihr. Entschuldigung. Wow. Hallo, ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich bin der Stadtoberhaupt. Wenn ich dir nicht helfen kann, kann es niemand. Gut, dass ich dich gefunden habe.
Weißt du, Exzellenz, ich muss nach Hause und ich brauche Blinkies und da sind die ganzen Mülleimer und... Oh, eins nach dem anderen, Liebes. Das klingt alles nach Arbeit. Katzen sind nicht für Arbeit gemacht. Katzen sind für den Unfug und Schnarchen gemacht. Wir sind weich, schläfrig, manchmal etwas launisch. Manchmal werfen wir Dinge zu Boden. Ja, aber... dein Enthusiasmus macht müde. Ein müdes Stadtoberhaupt kann niemand helfen. Ich wollte die... Also musst du den Stadtoberhaupt helfen, seinen Mittagsschlaf zu kriegen. Das ist nur recht und billig. Ich. Deine ernste Aufgabe als Stellvertreter des Stadtoberhaupts sind die verhassten Marmeladengläser. Entferne diese Schandflecke aus dem Blick des Stadtoberhaupts. Aber es ist doch nur Marmelade. Es ist ein Symbol dafür, dass der Mensch keine Angst mehr vor Katzen hat. Sie stellen ihr Glasgefäße in den Regal und erwarten, dass sie dort bleiben. So kann es nicht weitergehen. Das gibt wohl Sinn, aber wenn du entfernt sagst, meinst du stoßen, schieben, zerdeppern. Das Splittern der Gläser wird ein Schlaflied für mich sein. Und dann hilfst du mir? Das Stadtoberhaupt kann dich bei den Lärm der symbolischen Marmeladenlade nicht hören. Hilf den Stadtoberhaupt beim Einschlafen. Da haben wir doch schon zwei. Okay. Wir springen da gleich rein. Schnell da hoch! Da ist noch eins. Wie komme ich da hoch? Ach so, okay. Ah, sie hat mich! Ja, egal. Hallo, ich bin eine Katze. Da hat sie mich wieder erwischt. Egal. Mein Soll ist erfüllt. Du hättest mich gar nicht erwischen können. Ich bin flink. Anscheinend nicht flink genug. Mist. Ich wollte noch ein bisschen Dreck machen. Aber jetzt ist es gut. Wir haben Stadtoberhaupt geholfen. Perfekt. Das Stadtoberhaupt kann jetzt schlummern. Bevor du das tust, Exzellenz, hast du gesagt, du könntest helfen. Ja, das Stadtoberhaupt wird dir jetzt wertvolle Hilfe leisten. Dankeschön. Weil du mir geholfen hast, lehre ich dich, wie man offiziell auf Marmeladengläsern rangiert. Moment, was? Oder alles sonst, das schrecklich ist. Voila! Das ist mein Igitt-Gesicht. Igitt! Du kannst jetzt jederzeit mit deinen Missfallen kundtun, indem du gedrückt hältst. Das war nicht gerade was. Das Stadtoberhaupt hat deine Dankbarkeit nicht nötig, Liebes. Oh, Entschuldigung. Ja, danke oder nicht danke? Und jetzt muss sich das Stadtoberhaupt ausruhen. So schläfrig, so unfähig, weiterzuhelfen. Aber... Wieso hat mich das jetzt nur an die magische Miesmuschel dran erinnert? Erwischt.
Ja, da streifen wir durch die City. Okay, da versperrt auch wieder ein Hund den Weg. Schon wieder ein Blick hier, aber wir können hier rein. Okay, wir können da wohl drauf springen. Machen wir das mal. Ich weiß noch nicht. Können wir noch weiter rausspringen? Ich sehe es nicht. Okay, anscheinend nicht. Okay, gehen wir mal hier hinten hin. Was haben wir hier hinten? Ein Vogel. Das ist egal. Genug Nickerchen. Jetzt hat er den Garten zu zerstören. Ein Chamäleon? Ich muss echt aufpassen auf die Vögel. So ist da jetzt ein Chamäleon. Ey, oh. Ich habe doch die Sprungtaste gedrückt. Warum macht er das nicht? So, wer bist du? Hi. Hallo? Redest du mit mir? Ja, natürlich. Du kannst mich sehen? Ja. Verblüffend. Ich bin noch nie... Außer die Schrift ändert sich, aber das Chamäleon nicht. Ich bin noch nie jemand begegnet, der meine hervorragende Tarnung durchschaut hat. Bedeutet das etwa, dass meine Kräfte schwinden? Deine Kräfte? Bist du etwa ein Zauberer? Das bin ich. Wenn du mich sehen kannst, siehst du vielleicht auch den Zauberhut, den ich trage. So können andere Zauberer wissen, dass ich die Gegend patrouilliere. Dann können sie dich also sehen? Auf keinen Fall. Ich bin für alle unsichtbar. Deshalb bin ich so überrascht, dass du mich bemerkst. Ich bin zum Beispiel so gut darin, mich zu tarnen, dass ich sogar meine Worte verschwinden lassen kann. Sieh dir das an. Hast du das gesehen? Nein, hast du nicht, weil meine Worte total getarnt sind. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank, ich habe jahrelang daran gefeilt. Aber wenn du ein Meister der Tarnung bist, wieso kann ich dich dann sehen? Ja, schon. Vielleicht hast du es damit zu tun, dass deine Augen so seltsam sind. Meine Augen sind seltsam? Hast du sie dir mal angeschaut? Ich glaube, das geht gar nicht. Du musst sie mir einfach beschreiben. Also zunächst einmal sind sie auf der Vorderseite deines Gesichtes. Das ist seltsam. Ach ja? Und sie stehen gar nicht ab. Sie sind direkt in deinen Kopf und nehmen wertvollen Gehirnplatz ein. Vielleicht benutze ich meine Augen zum Denken. Kannst du sie wenigstens gleichzeitig in verschiedenen Richtungen bewegen? Ich glaube nicht. Meinst du, ich muss mir Sorgen machen?